Ja, mein liebes Weltwoche-Publikum, ich melde mich zurück zum Dienst hier aus Sao Paulo, aus der Avenida Paulista, dem Herzen der Wirtschaftsmetropole von Brasilien. Ich werde für Sie, für die Weltwoche, eine Woche lang über die Wahlen berichten, die sich ja hier zutragen, hier in Brasilien. Sieht alles nach einem Showdown aus zwischen Lula da Silva und dem Amtsinhaber Jair Bolsonaro. Lula, ein Urgestein der lateinamerikanischen Linken, 77 Jahre alt mittlerweile, ein wirklich mit allen Wassern gewaschener Oldtimer der Politik. Auf der anderen Seite Bolsonaro, 67 Jahre, auch er ein Berufspolitiker, hat seine Parteicouleur mehrmals geändert, war zwischendurch auch mal kurz bei den Grünen und vertritt aber seit einigen Jahren doch jetzt sehr konsequent konservative Positionen, wirtschaftsliberale Positionen, die es bislang in Brasilien so kaum je gegeben hat. Nun, Bolsonaro hat Brasilien in den letzten 4 Jahren regiert und all den Unkenrufen zum Trotz kam es nicht zur Katastrophe. Brasilien ist auch keine Diktatur, lief nie Gefahr, in eine Diktatur zu verkommen. Und vergleicht man Brasilien mit seinen Nachbarländern, hat es eigentlich auch diese Corona-Krise recht gut überstanden, auch und gerade eben wirtschaftlich, was halt ein wichtiger Aspekt ist in einer Weltgegend, wo es doch noch immer sehr viel bittere Armut gibt. Nun, Bolsonaro gilt für viele als Inkarnation des Bösen, schlechthin als Rechtsextremer, als Faschist, als Homophob, als Rassist, als Zerstörer des Urwaldes, so die gängigen Attribute. Und ein Gericht hier in Brasilien hat das jetzt sogar kürzlich noch zugelassen, dass Lula seinen Gegner Bolsonaro des Genozids bezichtigen darf. Nein, Mord reicht nicht, Genozid. Und ich meine, das ist schlechterdings absurd. Für mich ist das wirklich erschütternd und zum Teil auch schwer zu erklären, wie sich der mediale Mainstream hier in ein Bolsonaro-Bashing hineingesteigert hat, wie man sich da gegenseitig hochgeschaukelt hat, in ein Bashing, das mit der Realität einfach nichts mehr zu tun hat. Und wenn man sich dann diese ach so bösen Bolsonaro-Zitate mal genauer anschaut, die ja meistens ja auch uralt sind, dann steckt immer irgendwie eine ganz andere Geschichte dahinter und manchmal wollte er auch das Gegenteil von dem sagen, was man ihm jetzt unterstellt. Also die Zitate sind dann eben meistens völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Und Sie dürfen mich als Bolsonaro-Versteher beschimpfen oder nennen oder titulieren. Ich kann gut damit leben. Ich versuche wirklich zu verstehen, was hier abläuft und dazu gehört eben auch zu verstehen, was eigentlich mit den Medien los ist. Ich habe ein Leben lang mit Leidenschaft als Journalist gearbeitet und sehe jetzt doch mit großer Sorge den Zustand dieser Branche. Ich meine, das Urteilen und Verurteilen möchte ich Ihnen überlassen, mein geschätztes Publikum. Ich finde, das ist nicht die Sache von uns Journalisten. Dieser Bolsonaro ist weder ein Putin noch ein Erdogan. Ja, er ist nicht einmal wirklich mit Donald Trump zu vergleichen. Also wenn es ein europäisches Pendant gäbe, dann wäre es am ehesten so eine Mischung zwischen Matteo Salvini und Christoph Blocher. Bolsonaro ist ein Provokateur, er ist einer, der die Schwächen seiner politischen Gegner sehr gut kennt. Er hat eine feine Nase und da stochert er dann gerne in diesen Wunden herum. Er ist auch einer, der niemals zurückkrebst, wenn er da auf Widerstand stößt, sondern dann im Zweifel eher noch einen drauf gibt. Aber wenn man eigentlich seine Politik in den letzten Jahren, so in den letzten 4 Jahren ansieht, dann sieht man eigentlich einen Pragmatiker, der das Machbare immer über das Ideal gestellt hat und
ja, versucht hat, irgendwelche Lösungen zu finden für dieses Land, für die Probleme dieses Landes. Und er hat auch immer die Spielregeln der Demokratie respektiert. Also etwas anderes würde das brasilianische System auch gar nicht zulassen. Ja, auf der anderen Seite sind wir halt immer wieder noch bei diesen Medien. Ist es doch bemerkenswert, wie Lula von all der Kritik verschont wird. Und es gäbe ja, also abgesehen, dass es auch fürchterliche Lula-Zitate gäbe. Ich meine, Lula ist immerhin rechtskräftig verurteilt wegen Korruption. Er hat Brasilien 8 Jahre lang regiert, 2003 bis 2011. Und wenn man die Amtszeit seiner Nachfolgerin und engen Vertrauten Genossin Dilma Rousseff noch dazu zählen würde, wären es über 12 Jahre linke Regierung in Brasilien mit einem durchzogenen Resultat, wirtschaftliche Stagnation dann vor allem unter Rousseff. Tatsächlich haben die Sozialprogramme die Armut sicher etwas gelindert, das kann man nicht bestreiten. Allerdings die Wurzel des Übels, die wurde damit nicht wirklich bekämpft. Das war so mehr eine Symptombekämpfung. Und wovon die Medien halt schweigen, ist Rousseff wie auch Lula waren in die größten Korruptionsskandale verwickelt, welche ganz Lateinamerika in den letzten Jahren erschüttert haben. Ich nenne da Stichworte Petrobras, Lava Jato, Odebrecht-Skandal. Lula, wie gesagt, mehrfach verurteilt, kam dann nach 2 Jahren aus dem Gefängnis, vorzeitig wegen angeblicher Formfehler und Verjährung. Allerdings, Sie können mich trotzdem auch als Lula-Versteher bezeichnen oder beschimpfen. Ja, Sie haben das richtig gehört. Ich habe auch diese Prozesse immer mit größter Skepsis verfolgt. Ich habe in meinem Buch Der Fluch des Guten, welches vor 3-4 Jahren erschienen ist, diesen Korruptionsprozessen ein ganzes Kapitel gewidmet. Und das ist eben eine sehr zweischneidige Sache. Ich meine, es steht wirklich außer Zweifel, dass die Korruption vielleicht wahrscheinlich das größte Problem, das größte Übel in ganz Lateinamerika ist. Das steht außer Zweifel. Aber es ist eben auch eine Tatsache, dass gerade die Justiz, welche diese Korruption bekämpfen müsste, zu den korruptesten Institutionen gehört. Und vor allem, dass die Justiz ist eben auch völlig verpolitisiert. Und das macht die Sache doch sehr kompliziert. Aber auf jeden Fall ist das Panorama, das sich da abzeichnet zwischen Lula und Bolsonaro, ja, es ist nicht gerade ein appetitliches Szenarium. Ja, es ist wahrscheinlich auch so, dass die meisten Brasilianer, auch das nichts Neues auf diesem Kontinent, die meisten Brasilianer werden nicht für den einen oder den anderen Kandidaten stimmen, sondern sie werden gegen den einen oder den anderen Kandidaten stimmen. Sie werden für jenen stimmen, den sie als das kleinere Übel betrachten. Ich habe sowohl Lula wie auch Bolsonaro mal kurz persönlich getroffen. Bei Bolsonaro war es kurz nach seiner Wahl am WEF in Davos, habe ich ihn kurz sprechen können. Bei Lula ist es schon lange her, 1989, anlässlich eines des Wahlkampfes, er trat schon damals an, in Pernambuco im Nordosten des Landes, in seiner Heimat, habe ich ihn kurz treffen und sprechen können. Nun, das waren so kurze Treffen. Ich will nicht wirklich behaupten, dass ich die beiden kenne, aber ich kann Ihnen auch versichern, Lula ist kein Fidel Castro, er ist auch nicht mit einem Maduro zu vergleichen oder einem Hugo Chavez, ja nicht mal mit einem Evo Morales. Er ist einfach der klassische Linkspopulist, vertretbare Position, während Bolsonaro die klassischen rechten Positionen vertritt. Also man kann es auch positiv sehen. Brasilien hat eine echte Wahl. Nun, und es wird auch eine gewisse Richtungswahl sein von Bedeutung für ganz Lateinamerika, denn Brasilien ist die wirtschaftliche Großmacht schlechthin von Südamerika, und was hier entschieden wird, das ist von Bedeutung für den ganzen
Kontinent. Ich meine, Brasilien ist ein Riese. Also Sie können die Bundesrepublik Deutschland 20 Mal in das, mehr als 20 Mal in das Territorium von Brasilien packen. Die Schweiz hätte mehr als 200 Mal Platz. Ja, Brasilien ernährt mehr als eine Milliarde Menschen. Brasilien ist eine der 10 größten Wirtschaftsnationen dieser Welt. Und wir reden hier auch von Spitzentechnologie. Sind ja im IT-Bereich sind sie federführend. Brasilien, Automobilindustrie, Flugzeugindustrie, Embraer. Um hier ein Beispiel zu nennen, Brasilien war eigentlich auch immer ein sehr innovatives Land. Man hat immer auf die Moderne gesetzt, hat auch in Brasilien, die haben schon seit den 1970er Jahren auf Ethanol, auf Biofuel gesetzt, als auf dem Rest oder in Europa noch kein Mensch von dieser Option sprach. Brasilien ist wirklich ein Planet für sich, unterscheidet sich auch in vielem von seinen lateinamerikanischen Nachbarländern. Für mich ist das so etwas wie die USA des Südens, die Vereinigten Staaten von Südamerika. Und Brasilien, ja, wird auch in vielem missverstanden. Also gemessen an seinen Nachbarn war ja Brasilien stets ein Leuchtturm der Wokeness, die schwulen Ehe, die gibt es hier, glaube ich, schon seit Anfang der Nullerjahre, 2003, 2004, wenn ich mich nicht irre. Und auch dieses Brasilien-Bashing wegen dem Amazonas, das ist ein uraltes Thema und es ist überhaupt nicht so, dass das in Brasilien kein Thema wäre. Im Gegenteil, aber es ist eben nicht so einfach, wie das dargestellt wird. Ich bin einigermaßen vertraut mit dem Amazonas. Ich habe schon Peru öfters im Amazonas aufgehalten, bin mal hochgereist von der Mündung in Belém bis hinauf zu den Ursprüngen in Peru. Das war eine mehrwöchige Reise von Schiff zu Schiff, in der Hängematte, wirklich buchstäblich auf Tuchfühlung mit den Einheimischen. Und da sieht eben vieles doch etwas anders aus, als man das so in Europa oder aus der Ferne präsentiert bekommt. Und ich werde jetzt eine Woche lang aus Sao Paulo berichten, aus von der modernen, urbanen Seite Brasilien. Ich melde mich jetzt eine Woche lang mit einer täglichen, maximal 5-minütigen Videobotschaft. Es ist auch für mich Neuland, ist etwas Neues, ein Abenteuer, an dem ich Sie teilhaben lassen möchte. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder auf demselben Kanal. Bis dann, tschüss.